Willkommen auf Schloss Sterneburg. Anfang der 90er Jahre haben Christine und Andrew Hall ihre Sammlertätigkeit aufgenommen. ...2006 erwarben sie die von Georg und Elke Baselitz aufgebaute Sammlung... ...mit dem Ziel, die Arbeiten einem interessierten Publikum zugänglich zu machen. Die Sammlung von Skulpturen, Malerei und Zeichnung... ...setzt einen Schwerpunkt auf die Kunst der Nachkriegszeit... ...insbesondere den Neo-Expressionisten... wie Georg Baselitz, A.R. Penck und Jörg Immendorf. Das Schloss, vormals ein Kloster, wurde 1143 als Sühne für den Mord an einem Lehnsherrn an den Bischof von Hildesheim übertragen und konnte nach einigen Anfangsschwierigkeiten Macht und Besitz in den folgenden 100 Jahren beispiellos erweitern. Die Augustinerinnen, die im 15. Jahrhundert das reich gewordene Kloster bewirtschafteten, wurden aus dem Grunde einer zu verschwenderischen und freizügigen Lebenshaltung wieder vertrieben und so wurde das Kloster zunächst an den Reformorden der Zisterzienserinnen übergeben. Mit der Reformation wurde es in ein lutherisches Kloster umgewandelt und war bis ins 17. Jahrhundert im Besitz der Herzöge von Braunschweig, bevor es erneut halb verfallen an den Bischof von Hildesheim ging, der unter Abt Arnu und mit Hilfe der Mönche eine rege Bautätigkeit entfaltete. ...1803 wurde das Kloster aufgelöst und zu einer preußischen Domäne, später besetzt von den Franzosen und geplündert. ...1814 machte Graf Ernst zu Münster das verwahrloste Anwesen zu seinem Stammsitz als Kunstsammler.
Unter seinem weniger denkmalbewussten Sohn Georg riss der Architekt und Landschaftsgestalter Georg Laves zwei Drittel der ehemaligen Klosterkirche ab und entwarf stattdessen den bis heute bestehenden romantischen Schlosscharakter. Finanzielle Probleme zu Beginn des 20. Jahrhunderts und nach den beiden Weltkriegen erzwangen immer wieder Landverkäufe. ...1974 kaufte Georg Baselitz das Schloss, lebte und arbeitete dort mit seiner Frau Elke bis 2006 und baute das große Atelier im Park. Mit Christine und Andrew Hall, die zunächst die Sammlung seiner Zeitgenossen von Baselitz erwarben, schließt sich der Kreis der Beziehungen zwischen England und dem Schloss. Mit ihren Kontakten zur internationalen Künstler- und Kuratorinnen-Szene öffnen sie das Schloss für neue Perspektiven. Neben den bereits dort etablierten Genres werden die Bewegungen zwischen den Künsten, von Performance und Theater über Film bis hin zur Literatur, neue Impulse setzen.